Hi guys, mal ein kurzes Update zu meinem Portfolio, zu meinem 100k Portfolio Swing Trading Depot, Aktiendepot, hauptsächlich Aktien. Hin und wieder mal ein ETF auch mit dabei, meistens irgendwie so zum Hedgen. Tja, und somit habe ich auch diesen ETF hier einfach mal diesen VIX Futures gekauft. Und zwar, hier geht es rein nur um Volatilität. Ich habe den früher eigentlich nie, vorher nie benutzt. Da habe ich mir gedacht, so von der Woche sowas war das, habe ich mir den zugelegt und habe dort mal 800 € investiert. Ja, also 20 Stück gekauft. Und man sieht in dieser Woche, wo wirklich die Aktien geblutet haben ohne Ende und heute nochmal wirklich einen richtigen Energieaktienschock. Ja. Also, ich habe ja hier teilweise, wie wahrscheinlich einige von euch auch, russische Energieaktien, die haben heute mal 20% eins auf den Deckel bekommen. Noch zusätzlich zu den 20%, die ja schon letztendlich in den letzten ein, zwei Wochen stattgefunden haben. Einige sind bereits um 100% von der Spitze gefallen, ja, wie zum Beispiel eine Gazprom. Und also die sind jetzt knapp 4 € und die waren ja schon auf 7,2 €, also sagen wir mal. Ja, nicht 100%, aber sagen wir mal 60, 70% von der Spitze runter. Also das ist schon wirklich hart und da ist ihm dann auch irgendwie scheißegal, was die für Dividenden ausschütten. Irgendwann mal ist ihm das dann auch egal, weil, tja, da müsste man das schon in einem Depot haben, das man sich 30 Jahre nicht anschaut und selbst dann. Und was man auch nicht vergessen darf, bei dem ganzen Thema Dividenden, es gibt keine Dividendengarantien, ja. Also manchmal kommt mir es auch so vor, dass wenn ich auf den Aktiengruppen jetzt überall diese Fragen finde, ja, soll ich jetzt Shell kaufen, soll ich das kaufen, soll ich das kaufen, soll ich das kaufen? Es gibt ja riesige Facebook-Gruppen, die sozusagen heißen Dividendenfluss oder Dividendenstrategie. Ja, also da geht es dann nur um Dividende. Ja, also nochmal, ich habe meinen Kanal absichtlich Mission Millionär genannt und nicht Dividendenkanal, auch nicht Aktienkanal, auch nicht irgendwie was Spezifisches, auch wenn das Leute sehr gerne haben und man da sehr schnell eine ganz spezifische Gruppe von Leuten ansprechen kann und seinen Kanal wesentlich schneller aufbauen kann, weil man eben nur keine Kontroversitäten hat, sondern einfach nur eine Gruppe anspricht, die sowieso nur das eine hören wollen und nichts anderes und ja. Also entweder rechts, links, oben oder unten, ja. Und ja, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen hier, dieser ETF hat sich entwickelt mit 66,24% im Plus. Ja, also der hat sich letztendlich sehr gut entwickelt. Heute, allein heute 30% im Plus, 30,24, 322 €, ja, auf 1.000 €. Und hätte ich sozusagen jetzt, hätte Fahrradkette, klar, aber hätte ich jetzt in gleichen Teilen diesen VIX Future gekauft, im Verhältnis zum Volumen, zum Anlagevolumen meiner Aktien, die jetzt halt wirklich heute teilweise auch nochmal runter sind, ja, also ich habe ja nicht mehr viele, ich habe ja letztendlich am Freitag bis auf 10% alles verkauft. Aber trotzdem bin ich mit diesen verbleibenden 10% im Minus. Das sind ungefähr beim 100k Konto, bei einem 100k bei einem 100k Aktiendepot, Swing Trading Depot, sind das ja immer noch 10.000 € ungefähr in Aktien oder ein bisschen mehr. Und hier habe ich im Vergleich dazu ja nur 1.000 € VIX Future investiert. Ne? Hätte ich das jetzt in gleichen Teilen investiert gehabt, dann hätte ich heute. Heute habe ich ungefähr ja, 700 € Verlust wahrscheinlich oder vielleicht noch, sogar noch ein paar hundert Euro mehr, was die verbleibenden Aktien betrifft. Aufgrund der, ja, weil ich halt noch ein paar Gazprom auch noch habe, leider. Ja, die sind heute 20% runter, bis auf unter 4 € und dem steht hier die 322 € plus entgegen. Ne? Weil, warum? Weil ich halt hier einfach nur für 1000, damals also für 800 € diesen VIX gekauft habe. Ich aber wesentlich mehr Aktien habe. Und in so einer Phase wie jetzt stellt sich halt die Frage, naja, Thomas, warum hast du hier nicht einfach dein komplettes Aktiendepot mit diesem Vola-VIX Future hier gehedged? Ja, also sprich, ich hatte da zu dem Zeitpunkt vielleicht 30.000, 40.000 in diesem Depot in Aktienwerten. Warum hast du hier nicht für 30.000, 40.000 hattest du ja genug Cash,
diesen Volavix gekauft, ja. Weil dann hättest du jetzt halt anstelle von nur 500 Gewinn, ja, ungefähr 20.000 Gewinn, ja, weil 66% Gewinn, ja, man sieht es ja hier. Letztendlich, ich hätte letztendlich meine ganzen ja, Verluste oder ja, die sozusagen die Buchverluste, die da stattgefunden oder die Buchgewinne, die ich wieder abgeben musste, hätte ich sogar outperformed, ja, mit diesem einzigen ETF, ja. Warum um Himmels Willen habe ich da nicht mehr gekauft, ja? Die Antwort ist ganz einfach, weil es das erste Mal war, dass ich so einen ETF gekauft habe und ich auch nicht genau wusste, was dabei rauskommt, ja. Also ich habe mit dem VIX Future noch nie viel gemacht gehabt und das war einfach nur was Neues, was ich eben, wo ich noch nie bis jetzt verwendet habe und auch ich bin nicht perfekt und hier eben ganz transparent. Ich habe wohl das Richtige gemacht, ja, ich habe wohl den richtigen Riecher gehabt, dass noch Volatilität hinzukommen könnte, egal auf welche Weise. Das ist ja das Lustige bei diesem VIX Future, egal wo die Vola hingeht, ja, das Ding steigt. Und tja, aber nur mit 800 Euro, ja. Und ich frage mich jetzt gerade auch, oder ich frage mich heute auch, warum eigentlich nur mit 800 Euro? Oder warum bin ich nicht letzten Freitag noch, ich war ja leider nicht zu Hause, ich war ja unterwegs, ja, und ich muss ja auch noch ein bisschen Geld verdienen mit anderen Dingen, mit meinem eigentlichen Jobs, mit meiner eigentlichen Firma. Warum, ja, ich hatte einfach irgendwie, tja, ich hätte, ne? Ich hätte den ETF, den DAX shorten noch können wieder. Ich hätte den VIX ETF ausbauen können. Dann wäre ich heute im Plus. Ja? Und so habe ich halt jetzt auf meinem Konto 285 Minus, obwohl dieser VIX hier allein 300 Euro zugelegt hat. Und wenn heute die US-Börsen öffnen in ein, zwei Stunden, tja, dann werden da wohl noch ein paar hundert Euro Minus dazukommen. Ich denke mal, Visa-Card habe ich noch 1.000 Euro investiert. Microsoft bin ich noch mit 1.500 Euro dabei. Die öffnen alle unter, also mit mindestens 10 Euro Minus, öffnen die Kurse. Also du hast da gar keine Chance mehr rauszukommen. Und das sind jeweils also 10 Euro auf 10 Stück sind es auch jeweils 100 Euro. Also das sind dann nochmal insgesamt 300, 400, 500 Euro, die dann noch mit dazukommen. Also mein Minus wird wiederum wahrscheinlich so mit 500 Euro werde ich dabei sein, obwohl ich eigentlich schon so gut wie keine Aktien mehr habe. Ja, und das ist halt eigentlich schon, das sind alles Indizien dafür, dass es echt rumpelt gerade. Vielleicht noch ein paar Tage so weitergeht. Also ich halte diesen VIX auf jeden Fall. Zum mal schauen, ob ich vielleicht irgendwie einen guten Einstieg finde, den DAX nochmal, doch irgendwie nochmal zu shorten. Weil wir wissen ja, dass wir sind ja heute auf der 10.500 Punkte Marke. Ja, klar, quasi, das ist ja wieder ein Widerstand, ein relativ heftiger Widerstand. Und der muss halt erstmal nach unten hin durchbrochen werden. Könnte sein, dass da ein bisschen Rebounds kommt. Aber ich nehme mal an, wenn es so weitergeht mit den ganzen ja, Geschehnissen, dann sehen wir da locker mal auch die 9,5, also die 9.000. Von daher, vielleicht lohnt es sich da einen Einstieg zu finden, den DAX zu shorten. Vielleicht sind wir aber auch schon zu spät und du riskierst natürlich ausgestoppt zu werden. Also wenn ich irgendwas mache im Short, dann auf jeden Fall einen Stopp. Und tja, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch wieder hoch, dass man ausgestoppt wird, weil die Vola eben so hoch ist. Da ist eben so ein VIX Future Vola ETF im Grunde viel besser als wie diese Shorterei mit Stops. Dann wird man ausgestoppt, dann lag man doch richtig, aber man ist trotzdem ausgestoppt worden. Das ist ja auch von der Psyche her, diese Traderei auf kurzfristiger Basis hat mich noch nie wirklich glücklich gemacht. Ja? So wie viele andere auch, wenn sie ehrlich sind. Da ist so ein ETF schon was Feines. Ja? Wie gesagt, ich hätte ein paar Euro vielleicht mehr investieren sollen, dann hätte ich einfach da meine ganzen Verluste letztendlich auch komplett mehr oder weniger ausgeglichen. Lesson learned, ja, die wollte ich hier einfach mit euch teilen, hier ganz transparent auf meinem Kanal. Wie gesagt, ich mache den Kanal nicht, dass ich hier irgendwelche tollen Weisheiten verbreite, sondern dass ich einfach auch die Lesson learned, ja, also die Lektionen, die ich lerne, ja, ich lerne immer wieder dazu, auch wenn ich schon seit, was weiß ich, Ultimo Aktien kaufe,
auch mit euch teile, dass ihr vielleicht was daraus lernen könnt. Also einfach einen Mehrwert hier biete, auch auf meinem Kanal, soweit es mir möglich ist. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein, tschüss. Ja, ich wollte euch einfach nochmal den Chart einfach hier zeigen, auch von diesem ETF, über den ich jetzt gerade gesprochen habe, ja, wie der angezogen hat. Ja. Also hier auf einer Jahresbasis hat sich quasi gar nichts getan. Also die Vola immer extrem niedrig, ja, alles gehatcht im Markt, ja, alle möglichen Mechanismen, dass wir ja keine, dass die Börse ab, ja nicht abschmiert. Und hier ging es eben los, vorletzte Woche, mit dem ersten Abrutscher von 13,6 auf 13.000 im DAX. Und dann die kurze Verschnaufpause und jetzt einfach nochmal volle Kante nach oben. So kann man eben aus 800 Euro halt knapp 1400 Euro machen innerhalb von 2 Wochen. Ist auch eine Möglichkeit. Bin jetzt nicht besonders stolz drauf, wie gesagt, weil der Betrag eben so klein war. Da hätte ich einfach ein bisschen mehr zulangen müssen. Tja, was soll ich dazu sagen? Nichts. Ja, ich wollte einfach nur nochmal den Chart zeigen, der wirklich cool ist, weil hier einfach so lange nichts passiert ist. Ja. Und auf der anderen Seite man hier aber sieht, wie viel Potenzial da noch oben ist. Ja. Also da kann auch mal auf 20 gehen. Und wir sind jetzt gerade mal hier auf 7 Euro. Also die 1300 Euro können sich auch nochmal verdoppeln und von daher bin ich guter Dinge. Von Aktien halte ich mich jetzt erstmal raus. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal und lasst mir vielleicht einen Kommentar da, wenn ihr Bock habt, oder teilt das Video, wenn ihr meint, es war jetzt irgendwie wichtig, dass ihr das euren Freunden teilt, was jetzt ein ETF VIX ist und wie man damit Geld verdienen kann, eventuell fürs nächste Mal oder für den nächsten Crash oder sowas oder vielleicht jetzt gerade noch. Wie auch immer. Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.